Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unterm Messer. Heute geht es um die 21. Nein, falsch. Heute geht es schon um die 22. Folge der dritten Staffel, die im Original den schönen Titel trägt Payday. Oder im Deutschen und wieder Zahltag. Ja, das klingt irgendwie nicht so spektakulär. Die Folge erschien ursprünglich am 4. März 1975, wurde von John W. Rieger und Gary Markowitz geschrieben und Hi Averbeck hat Regie geführt. Ja, es ist Zahltag im 4077. und Hawkeye fällt die unliebsame Aufgabe des Zahlmeisters zu. Und obwohl Raider ihm genau erklärt, wie wichtig seine Aufgabe ist und dass alles genau stimmen muss, hat Hawk am Ende dann doch $10 übrig. Er will nicht das Formular ausfüllen, dass zu viel Geld da war. Und er beschwert sich stattdessen bei Raider, die Armee würde ihm $3,000 schulden. Die hätte er sonst in seiner Privatpraxis verdient, wenn er nämlich nicht eingezogen worden wäre. Raider nimmt ihn bei seiner Beschwerde leider beim Wort und präsentiert ihm kurz darauf $3,000. Hawkeye will das Geld eigentlich gar nicht und spendet alles dem Waisenhaus. Aber dann kommt ein Captain Sloan und will das Geld zurückhaben. Außerdem begleiten wir in dieser Folge noch ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen. Wir erleben, wie Klinger versucht, Henry zu bestechen, um aus der Armee rauszukommen. Und in einem weiteren Handlungsstrang sehen wir, wie Frank seiner Frau und seiner geliebten Margaret Schmuck kauft. Hot Lips bekommt das jedoch mit, dass sie mit dem billigen Imitaten abgespeist werden soll und dreht dann den Spieß um. Genau. Ja, und ich muss sagen, an diesem zweiten letzten Handlungsstrang habe ich tatsächlich am meisten Spaß gehabt. Ich muss dazu sagen, für mich war diese ganze Sache, wie Hawkeye jetzt an diese $3,000 kommt, das war mir ein bisschen mystisch. Das habe ich nicht verstanden. Also es ist wirklich kompliziert. Also Hawkeye verteilt das Geld an die verschiedenen Leute, lässt jeden unterschreiben, rechnet alles nach und hat dann diese $10 übrig. Und der Raider will von ihm dann das Formular ausgefüllt haben, dass $10 zu viel waren. Und dass das dann zurückgeht. Aber Hawkeye hat keinen Bock mehr auf diesen Scheiß und beschwert sich, die Armee schuldet mir $3,000. Und das scheint Raider in das Formular zu schreiben. Es ergibt nicht so ganz viel Sinn, aber ja, ist ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, schön fand ich tatsächlich, dass Hawkeye hier dann doch wieder sein Gewissen entdeckt und feststellt, ja, das ist mir nicht so richtig geheuer, dann spende ich das Geld halt. Dann geht's halt an das Waisenhaus, dann haben alle was davon. Und das macht er ja auch. Und wie sich da tatsächlich der Vater voll freut, das ist ja auch schon ziemlich cool. Was ich hierbei nur merkwürdig finde, also er gibt das Geld abends dem Vater und später an diesem Abend taucht dieser Captain auf. Also muss der Vater, das Geld ist ja nicht mehr da, mitten in der Nacht dem Waisenhaus eine Spende überbracht haben? Das ist ein bisschen naja, aber komisch. Ganz ehrlich, würdest du das Geld in der Menge in dem Camp rumliegen lassen? Also dann würde ich auch wahrscheinlich mich eher mitten in der Nacht noch in den Jeep setzen und dorthin fahren. Naja, es weiß ja eigentlich keiner außer Raider, Hawkeye und dem Vater. Ja, okay, und, auch wieder wahr. Aber ja, das ist halt alles. Die Folge hat so ein paar Logiklöcher. Ja, machen wir mal mit dem Pokerspiel weiter, weil das ja zur Auflösung dieses Geldhandlungsstrangs dient. Und ja, wir spielen eine Pokerpartie mit sehr hohen Einsätzen. Es ist, glaube ich, auch Raider mit dabei, ne? Am Anfang noch nicht. Am Anfang ist es, glaube ich, Trapper. Lieutenant Sale ist das, glaube ich. Igor und noch einer, den wir irgendwie so noch nicht kennen. Aber es sind noch mehr Leute da, glaube ich. Ja, ist egal. Also es wechselt auf jeden Fall. Die Belegschaft wechselt. Ja, später ist auch Henry mit dabei. Und auch eine Schwester.
Ja, aber es scheint hier tatsächlich hoch herzugehen. Wahrscheinlich, weil gerade Zahltag war. Weil Trapper liegt ganz schnell schon $500 hinten. Ja, aber Trapper ist halt nicht unbedingt der Mensch, der aufgibt. Und als er dann kein Geld mehr hat, klaut er mehr oder weniger Hawkeyes Uhr. Schafft es aber tatsächlich damit auch, den Pot zu gewinnen. Aber seine Freude über den Pot ist nicht von langer Dauer, denn in dem Moment ist eben die Aufsichtsbehörde schon da und möchte das Geld zurück. Hawkeye kriegt also raus, dass er bestohlen worden ist mit seiner Uhr. Und ja, sieht das gleich als ausgleichende Gerechtigkeit, fordert also den Gewinn des Pokerspiels wieder zurück und bezahlt damit die löchrige Bilanz. Ja, passenderweise ist der Gewinn 3.008 Dollar, sodass er noch $8 rauskriegt. Und die behält Hawkeye und sagt, das ist die Mietgebühr für die Uhr. Genau. Aber tatsächlich fand ich es ganz gut. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass das hier für Trapper nicht irgendwie, dass er da nicht irgendwie sauer wird oder so. Ja, Ich meine, er ist wahrscheinlich in dem Moment froh, dass er das andere Problem erstmal gelöst hat. denke ich auch. Und ich glaube, die sind durch so viel Scheiße zusammengegangen. Gerade die beiden, das kriegen die schon auseinander. Ja, das stimmt. Ja, naja, aber wie gesagt, an diesem Pokerspiel hängen ja mehrere Menschen. Schön fand ich, wie gesagt, wir haben eine Schwester, die da mitspielt, die auch einen sehr angenehmen Eindruck macht. Ich weiß nicht, ob die einen Namen hat, aber ich glaube nicht. Gute Frage. Es könnte Nurse Baker sein wieder, gespielt von Bobby Mitchell. Ich bin aber nicht ganz sicher. Okay. Naja, und auch Klinger hat ja während seiner geschäftlichen Tätigkeiten die eine oder andere Dollarnote angesammelt. Und die präsentiert er jetzt Henry. Ja, Klinger hat $477 gespart, also sein Soll von 3 Monaten, plus $200 in einem Schließfach in Seoul und 25 Cent für den Schlüssel zum Schließfach. Es scheint Henry nicht auszureichen, denn der schmeißt ihn raus. Aber niedlich, dass er es versucht. Ja, und vor allem, ich glaube, er hatte denselben Gedanken wie bei Trapper, dass er halt den Verdacht hatte, Henry hat während dieses Pokerspiels relativ hohe Einsätze und relativ viel schon da reingebraten und ist vielleicht so gefühlt kurz vorm Sieg. Und dass er ihn jetzt, indem er eben ihm eine Finanzspritze gibt, gerade jetzt kriegt. Ja, das könnte der Gedankengang sein. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ja, auch das wird nicht so ganz klar. Ich schieb's auf die Folge an sich, dass da so Ja. einfach ein paar Löcher drin sind, dass man sich selbst überlegen muss, wie denn die Handlung eigentlich wirklich läuft. Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen mit Löchern in der Handlung. Denn hier kommt auch mein Zitat aus dieser Folge mit Henry. I sure wish I knew what was going on. Und Waiter, I will tell you later, sir. Und Henry, you know, Waiter, you always say that, but you never do. Also auf Deutsch gesagt, Henry, ja, ich wünschte, ich würde verstehen, was hier gerade abgeht. Und Waiter, ja, so, wir erklären Ihnen das später. Waiter, das sagst du jedes Mal und du tust es nie. Ich möchte zu der Szene mit Klinger noch sagen, hier gibt es auch ein Zitat, das habe ich mir jetzt nicht ganz rausgeschrieben, aber Klinger hat echt schöne glatte Knie. Weil Henry beschwert sich, er soll sich gefälligst mal richtig rasieren und Klinger erwidert das dann darauf. Gut, kommen wir zu Ja. meinem Lieblingsseitenstrang. Ja, meiner nicht unbedingt, aber okay. Ja, wir haben hier Jack So, der das zweite Mal hier auftaucht. Er war zuerst in To Market als Schwarzmarkthändler. Und im Prinzip ist er das jetzt auch wieder. Also er ist Ja. ein anderer, aber die Rolle ist die gleiche. Seine Figur heißt hier Quok. Genau, und vorher hieß sie Charlie Lee. Ja, und er verkauft Dinge, hübsche Dinge. Er verkauft Perlen und Schmuck und gefälschte Sachen und nicht gefälschte Sachen. Fantastisch finde ich seine Art zu fälschen.
Also wir gehen dann einfach mal so $5,000 auf einen Schlag runter. So mache ich das auch immer. Ja, aber am besten fand ich tatsächlich hier den Kommentar von ihm. Well, the Major is happily married. He must have someone on the side or he wouldn't be so happy. Also auf Deutsch gesagt, es geht halt, die Situation ist die, dass der Händler eben Frank anbietet, ja, wir haben hier noch so ein zweites Set dazu an Schmuck. Das sind quasi Fälschungen, aber das kannst du ja trotzdem gut verwenden und so. Und er meint halt, naja, was soll ich denn mit einem zweiten Paar Schmuck? Naja, du musst eine Affäre haben, weil du hast gesagt, du bist glücklich verheiratet. Wenn du keine Affäre hättest, wärst du nicht so glücklich. Ja. Also den fand ich großartig. Da hat mir Spaß gemacht. Ich mag es auch sehr, wenn er später mit Margaret spricht und sie versucht herauszufinden, wer denn diese Perlen gekauft hat. Er sagt, ich lasse es jetzt diesen schlechten Akzent weg, ein Major, seinen Namen kenne ich nicht, aber er hat das, was für Koreaner als saumäßiges Arschgesicht bezeichnet. Ja, Frank kauft also Perlen, echte und falsche. Und Margaret erfährt das leider. Genau, und statt dass sie aber eine Szene macht, wovon ich ehrlich gesagt ausgegangen bin, trickst sie ihn einfach aus und sorgt dafür, dass sie wenigstens die echten Perlen bekommt. Wobei ich hier halt auch wieder sagen muss, das finde ich halt blödsinnig, weil glauben wir ernsthaft, dass das echte Perlen sind? Also selbst die Variante 2? Ich weiß es nicht. Also sie macht ja diesen Test an den Zähnen reiben. Der soll ja tatsächlich dabei helfen, echte Perlen zu erkennen. Aber keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in so einem scheiß Camp in Korea echte Perlen irgendwo herkriegen. Ich meine, gut, das werden vielleicht gute Fälschungen und schlechte Fälschungen sein, aber wahrscheinlich ist es so. Aber ja, wir sind ja eh nicht für Margaret gedacht. Ja. Ja. Margaret weiß aber, dass Frank den Unterschied auch nie erkennen würde. Und macht dann einen kleinen Austausch. Ja, Franks Frau freut sich bestimmt sehr. Ja, aber wobei ich glaube, sie ist da wahrscheinlich auch nicht in der Lage, das zu erkennen. Aber nun. Ja, aber mich hat es tatsächlich gewundert, dass sie hier einfach einen Wert drauf legt, dass sie die richtigen Perlen kriegt und nicht Wert drauf legt, Frank da irgendwie auflaufen zu lassen. Ja, also man hätte wahrscheinlich erwartet, so wie man Margaret bisher kennengelernt hat, dass sie ihm eine Szene macht. Und vielleicht nicht mal eine Szene macht, aber ihn einfach quält. Ihm einfach immer weiter mitteilen, dass sie da irgendwie einen Verdacht hat, dass da mit den Perlen, dass das irgendjemand anderen noch gekauft worden ist oder so. Irgendwie so, dass sie ihn auflaufen lässt, hätte ich mir gewünscht. Ja. Na ja, gut, das mochte ich aber, dass sie ihn hier reinlegt. Es ist mal was anderes auf jeden Fall, als, ja, als die beiden haben Streit, reden nicht mehr miteinander, in der nächsten Folge ist alles wieder gut. Das hatten wir jetzt schon oft genug. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hätte dann noch Klingers Dienstnummer. Die 362436. Also 36, 24, 36. Die so als goldene Zahl gelten, wenn man einen weiblichen Körper begutachtet. Quasi die Entsprechung zu 90, 60, 90. Ja, so ungefähr. Also 63 Inch Brust, 24 Inch Hüfte und Quatsch, also Bauch und 63, ja, das war das Wort, genau. Ja, passt zu Klinger, das kann man nicht anders sagen. Und er wird später auch nochmal versuchen, Colonel Potter zu bestechen. Der reagiert dann ein bisschen anders als Henry. Mhm. Der sagt ihm, das Ganze könnte ihm 20 Jahre in Leavenworth einbringen. Dann hätten wir noch Captain Sloan, denn es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass diese Figur auftaucht. Mhm.
Den hatten wir schon in der Inkubator in Staffel 2. Ach ja, genau. Genau, und die Figur wird nochmal in Staffel 6 auftauchen. Der Schauspieler taucht auch nochmal in der vierten Staffel auf, dann aber in einer anderen Rolle. Und um mal so einen Vergleich zu haben, wie viel diese $3,000 denn sind, also wir haben ja schon mitgekriegt, was Klinger verdient, wenn er $477 für 3 Monate gespart hat, dann verdient er also $159 im Monat. Mhm. Und in einer Dear Dad-Folge erwähnt Hawkeye, dass er so ungefähr knapp $400 im Monat verdient. Also es ist 3.000 dann doch schon eine gute Menge. Ja, auf jeden Fall. Gut, hast du noch Ergänzungen? Das hier ist, glaube ich, die erste Folge, in der Hawkeye seine Heimat als Maine zu erkennen gibt. In den früheren Folgen hat er irgendwas von Vermont gesagt. Und diesmal ist jetzt ist es Maine und in Zukunft werden wir uns dann auf Crabapple Cove Maine festlegen können. Genau. Mhm. Gut, wie würdest du die Folge denn bewerten wollen? Ach, sie hat einige Löcher in der Logik. Sie hat ein paar gute Gags, aber ist auch jetzt nichts Berauschendes. Ich würde sogar sagen, an manchen Stellen tut sie ein bisschen weh. Deswegen gebe ich nur 4 von 10 glatten Knien. Okay. Ja, schwierig. Also im Vergleich zur letzten Folge hinkt die halt tatsächlich. Ich mag sehr diese Geschichte mit den Perlen. Wie gesagt, diesen Handlungsstrang, den habe ich sehr genossen. Aber es ist mir zu viel Logikloch in der ganzen Folge und ich habe teilweise sehr viel nicht verstanden. Deswegen gebe ich 5 von 10 glücklichen Affären. Gut, dann haben wir es auch dieses Mal wiederum bekommen. Nächstes Mal gibt es die vorletzte Folge der dritten Staffel, Penicillin und Folter. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao. Ciao.